Schon seit längerem hatten wir den Wunsch, Norwegen mit dem Campervan zu bereisen. Dieses Jahr hat es geklappt. Wir sind im Juli von Frankfurt nach Hirtshals gefahren, dann mit der Fähre nach Kristiansand und haben dann eine Rundtour in Norwegen gemacht, die uns nördlich bis nach Trondheim führte. Am 3. Juli haben wir unser Auto übernommen und am 4. ging es dann los. Nach dem Beladen sind wir noch schnell zu einer örtlichen Waage gefahren. Wir hatten 3080 Kilo mit vollen Tanks und ohne Besatzung, das sollte passen. Zunächst ging es in zwei Tagesetappen zu unserer Fähre nach Hirtshals. Dänemark empfängt uns mit heftigem Regen. Die Nacht vor unserer Fährüberfahrt haben wir auf dem Strandcamping in Tårnby verbracht. Pünktlich zum Abendessen wurde das Wetter besser und wir sind zum Strand gelaufen und haben dort unser Abendessen in herrlicher Umgebung eingenommen. Am nächsten Morgen waren es nur wenige Minuten bis zum Fährhafen der Color Line. Wir hatten unser Kennzeichen vorher angegeben und das Einchecken ging schnell und problemlos. Nun hieß es warten auf unsere Fähre. Es ist beeindruckend, wie viele Fahrzeuge auf so einer Fähre Platz finden. Fahrzeug um Fahrzeug fuhr von der aus Norwegen ankommenden Fähre herunter. Pünktlich ging es dann aber auch für uns los. Wir hatten schon zahlreiche Videos gesehen von Norwegen-Reisenden, die auf die Fähre fuhren. Nun waren wir selber auf dem Weg nach Norwegen. Wir nähern uns Kristiansand und Norwegen empfängt uns mit blauem Himmel und Sonnenschein. Das soll auch die nächsten Tage so bleiben und wir freuen uns darauf. Nach dem Verlassen der Fähre fahren wir nur eine kurze Strecke von 20 Kilometern nach Höln. Dort übernachten wir auf dem Parkplatz des Yachthafens. Der Parkplatz ist ruhig gelegen, landschaftlich sehr schön. Es gibt ein Toilettenhäuschen und ein Restaurant, in dem wir zu Abend gegessen haben. Am nächsten Tag fuhren wir zum südlichsten Punkt Norwegens, dem Südkap, mit dem Leuchtturm Lindesnes 4. It's kind of funny that
Von Lindesnes fuhren wir weiter auf der E39 nach Flekkefjord. Der Womo-Stellplatz in Flekkefjord liegt direkt am Yachthafen und das Städtchen und Einkaufsmöglichkeiten liegen in direkter Nähe. Selbstverständlich gibt es in Flekkefjord auch Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten. Weiter geht es zunächst auf der E39 und der R42 nach Egersund, dann auf der Jären-Landschaftsroute nach Stavanger. Der Rüffelke-Tunnel zwischen Stavanger und Tau ist mit 14,3 Kilometern der längste und mit bis zu 290 Meter unter dem Meer der tiefste Unterwasserstraßentunnel der Welt. Von Tau folgen wir auf der R13 der Rüffelke-Landschaftsroute nach Hjelmeland am Josenfjord. Diese Aussicht feiern wir mit einem Glas des mitgebrachten Roten. Am nächsten Tag folgen wir der R13 weiter bis nach Eidfjord. Direkt neben dem Wohnmobilcamp in Hjelmeland befindet sich der Fähranleger für die Fähre über den Josenfjord. Nun folgen wir immer weiter der R13. Immer wieder geht es durch Tunnel und über Brücken. Die Fahrt bietet immer wieder herrliche Panoramen. Die Hardanger Brücke. Wir sind fast an unserem Etappenziel in Eidfjord. Im Buhtunnelen kurz vor Eidfjord gibt es einen spektakulären Kreisverkehr, der uns so beeindruckt hat, dass wir falsch abbiegen. Nun fahren wir über die Hardanger Brücke, obwohl wir das gar nicht wollten. Schön ist es trotzdem. Also wenden wir auf der anderen Seite des Fjords, fahren zurück auf der Hardanger Brücke und wieder hinein in den Buhtunnelen. Diesmal haben wir es richtig gemacht und Eidfjord liegt vor uns.
Highlights der nächsten Etappe sind der Föhringfoss, die Fahrt durch die Hardanger Widder und die Stabkirche in Burgund. Bei der Abfahrt vom Föhringfoss tröpfelte es schon leicht. Nun, bei der Fahrt durch die Hardanger Widder, zeigt Norwegen seine regnerische Seite. Muss auch mal sein. Bei Gol verlassen wir die R7 und fahren weiter auf der R52 und der E16 zur Stabkirche in Burgund. Die Stabkirche in Burgund gehört zu den herausragendsten Beispielen der norwegischen Stabbaukunst und ist eines der ältesten Holzgebäude Europas. Gebaut wurde sie wahrscheinlich schon Ende des 12. Jahrhunderts. Mit der Fähre von Furtnes nach Manhella fahren wir über den Sonjefjord. Der Campingplatz Amlasanden in Amla bei Sonjedal war einer der schönsten Campingplätze auf unserer Reise. Die nächste Etappe führt uns auf der R5, der E39 und der R60 zunächst nach Olden und dann nach Briksdal. Der Campingplatz Melkefol Bretun liegt wunderschön zwischen einem Wasserfall und einem Gebirgsbach. Nach regnerischer und windiger Nacht und Regenschauern am Morgen besserte sich das Wetter und wir starteten bei leichtem Nieselregen unsere Wanderung zum Fuß des Briksdalsbreen. Kurz darauf kam die Sonne durch und wir wandern bei Sonnenschein und blauem Himmel an Wasserfällen vorbei zum See an der Gletscherzunge. Das ist doch wunderschön, oder? Man kann auch vom Visitor Center aus mit den Trollwägen einen Großteil der Strecke zurücklegen.
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Es war eine herrliche Wanderung bei wunderbarem Wetter. Nun stärken wir uns bei einer leckeren Mahlzeit. Die nächste Etappe führt uns auf der R60 nach Strühn und weiter auf der R15 und der R60 nach Hellesylt. Von da geht es auf die Fähre nach Geiranger. Für die Fahrt nach Geiranger hatten wir uns für die Benutzung der Fähre von Hellesylt nach Geiranger entschieden. Diese bietet besonders bei trockenem Wetter auf dem Oberdeck eine beeindruckende Aussicht auf den Geiranger Fjord und ist quasi eine kleine Mini-Kreuzfahrt. Das wollten wir uns gönnen. Die Fahrt von Hellesylt nach Geiranger dauert etwa eine Stunde. Um etwa 14 Uhr kamen wir auf dem Campingplatz in Geiranger an. Der Platz war schon gut belegt, wir haben aber noch einen schönen Stellplatz bekommen. Am nächsten Tag fahren wir zunächst auf den Aussichtsberg Dalsnibber und dann weiter Richtung Norden, Richtung Trollstigen. Come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. Vom Dalsnibber fahren wir wieder nach Geiranger hinunter.
Von Geiranger fahren wir die Adlerkehren hinauf und folgen immer der R63 bis Faldal. Das Highlight der nächsten Etappe von Faldal nach Molde sind die berühmten Trollstiegen. Wir sind am oberen Ende der Trollstiegen angekommen und mit uns noch zahlreiche weitere Besucher. Die Trollstiegen überwinden in 11 engen Haarnadelkurven eine Höhendifferenz von 405 Metern bei einer mittleren Steigung von 12%. Hier endet der erste Teil unseres Videos über unsere Norwegen-Reise. Im zweiten Teil fahren wir über die Atlantikstraße und besuchen Trondheim, Bergen und Stavanger. Kommt wieder mit, wenn es euch gefallen hat.